Okay, wir können jetzt hier noch langlaufen, weil das haben wir auch noch nicht aufgedeckt. Minecraft waren so viele Tode, dass ich es nicht mehr zählen konnte. Aber bei Minecraft? Von den Creepern, weil die explodiert sind? Huch, wir haben einen Screenshot gemacht. Zeige es deinen Freunden, Leute. Bewundert meinen wunderschönen Screenshot. Check, check, check. Jetzt auch. Oder Fallschaden. Ja, da lang. Wupp, wupp. Da waren wir noch nicht. Ja, in der Ecke. Sehr schön. Dann laufen wir hier mal lang. Vielleicht treffen wir noch irgendein cooles Paar. Und nicht vergessen, wir müssen den Dino-Paul nochmal herausfordern. Den haben wir schon. Bin ich immer noch richtig? Ja, hier waren wir immer noch nicht. Huch! Screenshot wurde hochgeladen. Oh yeah. Hold my beer. Ich weiß jetzt gar nicht. Wir laufen jetzt hier nochmal eine Runde. Und dann fordern wir nochmal den anderen Dino heraus. Ganz, ganz wichtig. Nein, jetzt habe ich es nicht wieder aufgestellt. Ich hoffe, die patchen das irgendwann noch. Oh, da waren wir noch nicht. Wir laufen den Weg. Die sind ja so süß. Mit seinem Schnauzer. Der ist ja so... Oh Gott, die sehen aus wie Poros. Jetzt fällt es mir erst auf. Wie League of Legends... Hat jemand mal League of Legends gespielt? Ja, ich habe mal League of Legends gespielt an dieser Stelle. Gebe es zu. Ich war sehr schlecht. Aber die sehen aus wie Poros. Fällt mir gerade auf. Warum diskutiert das eigentlich keiner? Oh, da ist der coole Drache! Nein! Der ist so hübsch! Oh mein Gott! Der ist so cool. Der ist hier irgendwo. Am Wasser, oder? Sehe ihn noch nicht. Wenn ich ihn sehe... Oh! Der ist wunderschön! Er ist wunderschön. Wisst ihr, wie der aussieht? Wie Metall-Sidramon so ein bisschen. Los, töte ihn. Ich glaube, den kann ich nicht besiegen. Aber guck mal, wie schön der ist. Oh, ich liebe den. Erinnert total an Sidramon irgendwie. In seiner Art. Oh. Den gibt es auch in Rot. Oh, in Schwarz sieht er cooler aus. Es gibt den auch in Schwarz? Oh, ich wäre so... Oh. Wann League of Legends? Nie, weil ich schlecht bin. Ich kann keine Minions farmen. Aber Support macht keinen Spaß. Deshalb habe ich... In Schwarz wäre cool, ja. Oh, ich liebe den jetzt schon, wie er aussieht. Oh, Schwarz gleich Shiny. Ich wünschte, es gäbe Shinies. Oh, der ist so cool. Aber ich kann den noch nicht. Der ist 15 Level über meinen... Also mein... Der ist schwach. Vorsack ist 32. Könnt ihr ihn jetzt draufhauen und gucken, was passiert. Und dann weglaufen. Hm. Das ist ja die Enterhakenpistole. Oh oh. Oh oh. Vorsack, er ist hinter dir. Haben wir noch geguckt, wie viel Schaden der gemacht hätte? Das Game hat Shinies, aber die glitzern ja nur. Die haben ja keine andere Farbe. Brummbär, die sehen ja gleich aus von der Farbe. 45 eben, ja. Da habe ich vorhin schon gesagt, das finde ich ultra schade. Die Shinies in einer anderen Form, so wie bei Pokémon, ist irgendwie schon... Der, das ist ja ein Shiny. Das finde ich ja so... Hm. Die glitzern nur, ja. Und sind größer. Oh. Jetzt müssen wir da wieder hinkommen. Das passiert, wenn man draufhaut. Louis hat ihre Lektion gelernt. Fordere niemals wieder einen Gegner heraus, der viel stärker ist als du. Level 35 hätten wir jetzt wahrscheinlich noch geschafft. Aber. Da ist er. Was ich ganz cool finde, wenn man tot ist, da ist so ein ganz großer blauer Strahl, wo du gestorben bist. Den man so am Horizont sieht. Das finde ich gut. Das rettet mir echt so immer den Arsch. Ich fange dich irgendwann noch. Wächter des Meeres. Wobei du eher hier in so einem kleinen See bist. Irgendwie bist du fehl am Platz. Aber ich fange dich noch. Das war ein Call. Wir bringen den schon noch. König der Meere. Er weiß, dass er in einem See ist, oder?
der Arme. Der ist bestimmt, hier war mal so eine Schnittstelle, dann ist er da irgendwie dumm reingekommen und dann kommt er nie wieder raus. Deshalb sind Shinies besser. Weil sie schöner aussehen? Sie haben eine Spezialattacke, okay. Das überzeugt mich noch nicht so ganz. Das überzeugt mich noch nicht so ganz, dass sie eine Spezialattacke haben. Was ich auch doof finde, er merkt sich nicht, was ich an Waffen wie geslottet hatte. So, dass man hier immer wieder neu ummodeln muss. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Das müsste ich alles mal wegschaffen, oder? Den gibt es nochmal am Meer. Den gibt es wirklich am Meer. Okay, dann verzeihen wir ihm, dass er wirklich noch am Meer spawnt. Jetzt weiß ich wieder nicht, aber da waren wir auch noch nicht. Deshalb laufen wir da einfach mal lang. Die mehrere Waffen laden. Du reitest da vorbei und alle tun ihre Waffen nachladen. Und vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich bin die Louis. Wir spielen Palworld und ich bin schlecht. Aber dafür sieht mein Paul gut aus. Oh, I tried my best. Aber der Wasserdrache ist sau cool. Ich will den unbedingt haben. Wir probieren jetzt nochmal den Elektrodrachen. Aber ich glaube, davor müssten wir. Und hallo, Westwood, Buddy, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen im Chat. Herzlich willkommen im Chat. Das sind die nur noch mal herausfordern. Lol, das ist so ein Eisigel. Den haben wir noch nicht. Deshalb machen wir jetzt das Lager. Flup. Okay, tot. Nein. Ich dachte, er hört auf den anderen. Den Elektro-Dino. Erst in 27 Minuten, aber dann ist der Stream vorbei. Nö. Wir machen den noch. Wir machen den heute noch. Ich sag's euch. Den Dino machen wir heute noch. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, dass mir den Dino hier verpasst hat. Spielst du auch Palworld, Westwood? Oder noch am Überlegen? Oder am Sagen? Nö. Nicht so meins. Ich bleib bei Pokémon. Oder bei Fortnite. Oder bei Zelda. Oder bei Pogos. Und gute Nacht. Gute Nacht, Simon. Gute Nacht. Schön, dass du reingekommen bist. Sie gerade hier so. Dankeschön für den Follow. Dankeschön. Dankeschön. Spiele alles davon. Ach, sehr schön. Sehr schön. Aber man sieht die Parallelen, ne? Man sieht die Parallelen. Nach die Sebo. Nach die. Vielen lieben Dank. Ich werde stolz berichten, ob wir den Dino noch gefangen haben oder nicht. Ich will nur hier gerade dieses... Das triggert schon arg, wenn dann immer in der Map so eine Delle ist und da irgendwie so schwarz noch, obwohl man ja alles so ein bisschen abgelaufen hat. Das triggert mich immer so hart jetzt aber. Jetzt nochmal in die andere Richtung. In 17 Minuten. Okay. 17 Minuten fordern wir ihn heraus. Leckerze, du bist jetzt mein Timer. Du musst dann auch so beep, 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 beep. Dann drücke ich wieder auf Snooze. Nee, nee, dann machen wir den Dino. Ich verabschiede mich dann auch wieder. Viel Spaß. Oh, ja, ganz viel Spaß dir auch noch kaputt. Und lieb, dass du reingeguckt hast so lange. Und bis hoffentlich nächste Woche Dienstag. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Eine Frage. So Bosse sind ja fix auf der Map, oder? Ich kann jetzt nicht hoffen, dass ich irgendwann mal so ein blauen Dino so auf meiner Map hab. Ne? Das wird wahrscheinlich nie passieren. Okay, wir haben hier alles aufgedeckt. Holla die Waldfee. Das lief besser als gedacht. Okay, wir laufen jetzt zu dem Ding. Teleportiert uns nochmal in die andere Richtung, dass wir da auch nochmal mehr Map auftauchen. Ich habe ja 3 Kids, komme nicht viel dazu, bin Level 15 oder so. Das ist aber trotzdem schon weit mit Level 15. Also, kann ich voll verstehen. Ich bin auch echt langsam. Manche im Chat sind super schnell immer. Dann bin ich immer so der Trödler, der irgendwie versucht voranzukommen. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich hoffe, du spoilerst dich jetzt nicht. Auf dem Steam Deck und ich spiele... Oh nein, Sebo ist jetzt schon weg. Sebo hat auch ein Steam Deck. Vielleicht hätte er Tipps noch für dich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber der tut immer sehr viel technisch auch dran rumprobieren. Ach schade, aber sehr cool. Ich hätte auch so gern Steam Deck. Ich warte immer noch ein bisschen ab. Ob irgendwann vielleicht noch eine Switch angekündigt wird, eine neue. Und ich mir dann denke, oh, die ist cool. Jetzt muss ich wieder gucken, weil ich mich wieder nicht orientieren kann. Wir müssen da hoch. Okay. Komm. Ah, der kann so hoch springen. Das ist super geil.
Das ist so cool. Damit kommt man echt schneller vorbei, ne? Muss leider auch, der Wecker klingelt zur Frühschicht. Wünsche dir ganz, ganz, eine ganz, ganz entspannte Frühschicht morgen, Shion. Schlaf gut, träum was Schönes und lieb, dass du auch wieder so lange mit reingeguckt hast. Super süß. Bis dann. Tschüss. Und vielen lieben Dank an dir, Shion, auch für den Follow. Dankeschön. Dankeschön. So. Wir warten alle drauf auf eine Direct. Oh Gott, und wie wir auf diese Direct warten. Wir warten auch auf die Pokémon Direct, die eigentlich auch immer im Februar ist. Februar ist immer Direct-Tag. Und irgendwie kam dazu auch noch nichts. Da ist wieder der Elefant. Mit Level 3. Wo bin ich denn jetzt, dass hier Level 3 Monster spawnen? Was zum Henker? Da waren noch Level 27er Monster und dann übst du da so eine Ding weiter und dann sind die alle wieder so... Drei. Was ist das Startgebiet? Da ist es schön eigentlich. Eigentlich recht schön hier. Bevor ich mich jetzt weiter beschwere, ist es eigentlich ganz schön. Aber das ist, glaube ich, noch ein Startgebiet. Anderes Anfangsgebiet. Verdammt. Verdammt. Das ist eine Startinsel? Die ist viel schöner als meine Startinsel. Die ist viel schöner als meine Startinsel. Das ist ja fancy. So am Strand, das ist ja schön. Deck das hier mal so ein bisschen auf. Ich bin etwas enttäuscht von meiner Startinsel. Am 27. zu Pokémon-Geburtstag. Ey, fingers crossed. Fingers crossed, aber wir wissen alle, wie das enden wird. Direct wird zu 75% daraus bestehen, dass sie Handy-Games zeigen. Und dann sagen sie noch was zu Raids, die dann nochmal für Kamis in Purpur kommen. Dann kommt eine Spielankündigung und dann kommt noch ein Teaser. Ah ja, der Anime wird auch nochmal erwähnt. Der Anime wird auch nochmal gesagt. Hey, das ist ja voll das coole Start. Oh Gott, der ist ein Bossgegner. Oh, wie süß. Und du bist doch im klaren Wasser. Die anderen baden im Schlamm. Man merkt, dass der ein Boss ist. Der hat die viel besseren Lebensbedingungen hier. Sweet. Die Höhle ist wahrscheinlich auch so super easy, ne? Die ist so easy, dass man sie nicht mal betreten kann. Ich habe das Schafi gerade umgemolzt. Update für Pokémon Sleep. Ich spiele tatsächlich Pokémon Sleep. Wenn ein Update zu Pokémon Sleep kommen würde, ich würde mich freuen. Aber ich finde, das muss nicht in eine Direct, da reicht auch ein Twitter-Post. Oder halt kurz. So, hey, wir machen jetzt Event. Check this out. Es kommt ein neues Pokémon rein. Spielt es. Los. Do it. Das würde mir schon reichen. Oh. Ich bin begeistert, wie hoch der springen kann. Das ist echt, das ist ja Game Changer. Der Wolf konnte ja gar nicht springen. Da, wenn du ins Wasser gefallen bist und wolltest wieder hoch an so einem Stein... No chance. Hier ist überhaupt kein Port. Irgendwie. Naja. Mein Handy wurde so heiß, dabei habe ich es gelassen. Oh nein, ich habe das Go Plus Dingens und das liegt dann neben dem Kopfkissen. Das funktioniert ganz gut. Aber muss man halt das Go Plus Ding kaufen. Wenn man jetzt kein Pokémon Go spielt, würde ich es nicht empfehlen. Weil es doch irgendwie 50 Euro, glaube ich, kostet. Aber so, wenn man Pokémon Go spielt und Pokémon Sleep und du kannst dieses Ding bei beiden nutzen, ist schon cool. Das ist ein Game-Changer, muss ich schon sagen. Weil es macht halt alles für dich. Das ist schon nice. Nintendo hat doch keine Zeit für Spiele. Die müssen gerade Macher von Palworld verklagen. Ich glaube nicht, dass sie die verklagen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Ich glaube, sie waren jetzt einfach gezwungen, was dazu zu sagen. Also so ein Statement zu machen. Aber eigentlich können sie denen ja nichts. Also die können ja nichts machen. Wow. Da ist ja nichts. Wo ist denn hier der Punkt zum... Super weird. Ist irgendwie kein Punkt so zum Teleporten. Ui. Komme ich da noch hoch? Oh, das ist crazy. Crazy. Da ist er. Jetzt sehe ich ihn. Wahrscheinlich war er schon viel länger oben auf meiner Map und ich habe ihn einfach nicht mitbekommen. So, den schalten wir noch frei. Dann sind wir auf dieser Insel gewesen. Es sind dann schon 17 Minuten rum. Wir können die Dino noch mal herausfordern. Töten. Töten. Okay. Sehr cool. Aber ist dann hier auch noch mal eine Insel? Da ist ja noch mal was hier so in die Richtung. Das ist dann die nächste Anfangsinsel. Da ist dieser Baum. Oh, der Baum, wo man noch nicht hinkommt. Naja.
ich die langsam anfängt, Sachen hier zu entdecken, die schon Leute seit Ewigkeiten... Ich bin hungrig. Oh nein, ich habe nichts mehr zu essen. Ja, da müssen wir zurück. Ah nee, da ist doch Brot. Das nicht in meinem Futtersack war, ne? Shame on me, shame on me. Ich glaube, wir müssen da jetzt rüberfliegen. Rüberfliegen, habe ich gesagt. My bunny is over the ocean. Ich hoffe, da ist ein cooles Paul. Erste 9 Minuten, verdammt. Oh nein, Sebu ist noch da, Sebu! Oh, Westworld hat gesagt, er spielt auch am Steam Deck. Aber er spielt Payworld am Steam Deck und dann crasht es. Und jetzt habe ich gehofft, du hast vielleicht Tipps und Tricks. Aber wenn du schon nicht mehr so spielst... Hm. Das Pokémon Plus Plus für beides. Ah ja, Pokémon Plus Plus, ja. Das ist krassere. Oh, das sind Händler. Die vergessene Insel. Das klingt voll fancy. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die ist bestimmt null fancy. Meine Expectations sind ein bisschen hoch, aber ich glaube, die vergessene Insel ist überhaupt nicht so spannend. Hat der irgendwas? Schau dich ruhig um. Okay. Der hat die gleichen Sachen wie immer. Hasenohren, ja. Der hat die gleichen Sachen wie immer. Das war jetzt nicht sonderlich spannend. Und der hier verkauft Boys? Hm. Oh. Oh. Können wir halt alle fangen. Das ist boring. Naja. Bei dir ruckelt es immer mit dem Steam Deck, wenn du es irgendwie lang genug spielst. Ach, das ist ja doof. Ach, Switch 2 bitte wird gut. Aber ich glaube, sie machen ja wieder überall dieses Mammut. Überall hoch. Du Signal, war das jetzt der Reminder so? Louis, der Dino ist wieder da. Du musst den Dino wieder herausfordern. Oh, da war noch eine Truhe. Ich hab so das... Nein! Komm her! Oh. Ich habe so das Gefühl, Truhen sind mehr geworden. So gefühlt. Da waren früher nicht so viele. Der Dino ist in 5 Minuten. Da ist der Punkt. Da ist der Punkt. Da ist der Punkt. Diesmal wirklich. Komme ich da hin? Eieiei. Ich habe Rock Ellie. Und die laufen die Games geiler. Und ich finde die Kühlung besser. Der kam ja auch später, oder? Der Rock Ellie. Komme ich da jetzt nicht hoch, ne? Bin ich jetzt langweilig und kletter da schnell hoch, anstelle da hochzufliegen? Ja. Oha. Oha. Was habt ihr hier schon für Waffen? Ihr seid ja fancy. Ich bin hier oben. Ich schaue nur kurz. Aber ja, da ist der Punkt. Ist hier irgendwo oben. Bin mir sicher, als wenn ich dann oben bin, ist da so ein schöner Weg, der so krass nach oben gegangen wäre und ich hier kletter mich hier dumm und dämlich, um an diesen Punkt zu kommen. Okay, mir reicht's. Wir beschwören den Flugball. Oh. Wie sieht eigentlich die Arena-Herausforderung aus? Mir wurde gesagt, ich kann die schon machen, aber ich traue mich nicht. Ich soll meine Feuerpaws leveln, Kam. So. Puh. Wir haben die noch nicht gemacht. Aber wir haben sie zumindest schon mal gefunden. Ich würde sagen, das ist ein guter Anfang. Jetzt bin ich... Ich habe echt Angst. Sicher, dass dieser Bug schon behoben wurde? Ich traue mich das jetzt gerade nicht einlösen, ne? Und hallo Crispy, schön des Retters. Ich traue mich das nicht einlösen. Ich habe Angst, dass der Bug noch nicht behoben wurde. Aber auch für die Xbox-Version. Ich habe so Angst, dass jetzt die ganzen Steamler halt so... Ja, ja. Und ich dann so... Falsch. Hab's selbst probiert. Auch für die Xbox, ja. Burner auch für die Xbox. Du zockst am PC, da bin ich mir sehr sicher. Was ist da für einer? Den kennen wir schon. Ansonsten ist es hier jetzt gerade nicht so spannend, oder? An Pulse. Wurde für beide gefixt. Okay, auf dein Geheiß hin, Burner. Wenn ich jetzt dann keinen Paul mehr fange, wird Fingerpointen nicht machen. Machen wir nicht. Oh, ich kann nochmal. Oha! Ich bin ja voll... Ich habe echt viele gesammelt. Ich habe mich halt nicht mehr einlösen trauen. Ich habe das gelesen und dachte nur so, hm. Okay, wir tun jetzt kurz... Ey, wir haben echt viel aufgedeckt heute. Ich bin super stolz. Vor allem zu wissen, dass das eigentlich mein Weg gewesen wäre und ich völlig falsch in die anderen Richtungen gegangen bin, wo eigentlich viel zu hoch für mein Level waren. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, wir haben noch ein Ei. Das, glaube ich, ist auch fertig, oder? Oh, es ist nicht fertig. Es ist etwas kühl.
Ich glaube, für das Ei war, glaube ich, so ein Feuerding soll man dahin machen. So eine Feuertonne, oder? Heizt das Lager und schützt vor Kälte. Gefällt mir nicht. Ah ja, das ist schöner. Oh nein, er tut nur die Feuertempo. Eigentlich müsste... 5 Minuten bis zum Dino! Yeah! Ich sehe schon, wie wir da jetzt anstehen. Ja, ich glaube, ich müsste diese Tonne machen. Aber jetzt wirklich Lurk. Okay, Simo, jetzt wirklich im Lurk. Ganz viel Spaß. Oder ein Lagerfeuer. Aber ich kenne mich. Da laufe ich dann wieder 5-mal rein. Holzkohle habe ich noch nicht. Verdammt. Tanikamp, ich wünsche auch gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes. Lieb, dass du auch so lange wieder mit am Start warst. Gute Nacht. Holzkohle kann ich aber machen. Brauchen 10 Stück. Und ich kann es nicht machen, weil ich... Doch. Warte. Los! Arbeite! Schneller! Nee, Spaß, alles in Ordnung. Der macht das jetzt noch 5 Minuten, dann können wir das Ei noch wärmen. Ich trinke schnell einen Schluck. Und dann funktioniert hoffentlich anders. Dann ist der Dino da, dann fangen wir noch den Dino, dann sind wir alle glücklich und dann gehen wir ins Bett und schlafen. So stelle ich mir das vor. Olympisches Feuer, also direkt im Fall. Schon so ein Feuer, oder? Oh Gott, das dauert ja ewig. Hast du auch genug Bälle? Stimmt. 43. Und 107 normale Bälle. Meint ihr, bleibt der normal? Also eigentlich würde der blaue Ball viel besser passen. Nee, ich meinte zum Beispiel die letzte Arena. Was müsste man da machen? Wo ist denn die? Ich habe die ja noch nicht mal. Ich bin ja froh, dass ich die hier schon gefunden habe. Ich frage mich, wo dann die nächste... Wahrscheinlich hier oben. Wisst ihr, ich glaube, ich habe so einen Bruchteil aufgedeckt. Hier ist noch so ein Riesengebiet bestimmt. Und dann geht es hier noch riesig weiter. Wenn ich mich jetzt hinlege, ist dann alles fertig? Also die Zeit ist zwar... Ja, ein bisschen. Ist dann der... Fertig? Nö, aber auch 4 Minuten ist der geschrumpft, ne? Ach so, ich dachte, du hättest schon eine herausgefordert. Eine habe ich. Warte. Die eine habe ich hier in der Mitte. Wo ist denn die? Da. Den habe ich schon gemacht. Die da. Die habe ich besiegt. Die habe ich noch nicht gemacht. Ich traue mich noch nicht. Turm der Liga der Palfreund. Ich traue mich nicht. Machen wir das nächste Mal einfach, oder? Machen wir Dienstag? Piep, piep, piep. Aufstehen, Louis. Ja, piep, piep. Der Dino ist wieder gespawnt. Ich wollte noch ein Feuer machen. Schau mal, er ist schon beim letzten. Beim vorletzten. Aber er ist fast schon beim letzten. Ich fühle mich gerade wie ein Depressor im Lager. Müde. Oh nein. Ich habe Depressor. Der ist hier irgendwo, glaube ich. Da ist er. Schaut ihn euch an. Oh nein, er ist krank. Na, wenn ich krank werde, würde ich auch so arbeiten. Oh. Ah, meine Rüstung muss ich noch machen. Ah, da, schau, da ist die Holzkohle. Okay. Jetzt aber schnell zum Ei. Und dann packen wir das Feuer noch da hinten hin. Da. Schaut doch, wie liebevoll ich das da hingebaut habe. Neben dem Generator. Was soll da schief gehen, wenn da einfach so ein offenes Feuer neben dem Generator platziert wird? Dem geht's gut. 3 Minuten ist eine noch. Sehr schön. Dann brauchen wir hier noch die Rüstung. Gegenstand reparieren. Na? Ich habe nicht genügend Metallbahn. Schaffe ich ihn ohne Rüstung? Bestimmt. Weil ich bin ein starker Pokémon-Trainer, Poltrainer. Okay. Dann schaffen wir den mit knapper Rüstung. Vor allem, der ist jetzt abgehakt, weil ich ihn schon hatte. Oh. Okay, wir probieren es nochmal. Oh,
Man hat es ja vorhin gesehen, wie Louis mit dem Feuer klarkommt. Ja, ich komme super mit Feuer klar. So, ich hatte den Käfer beschworen und der Käfer hat den schon ganz schön platt gemacht. Können wir den jetzt nochmal machen? Boss, Wiederbelebung in 22 Minuten. Er ist tot immer noch. Was, wieso kann ich den denn betreten? Was ist dann da unten? Er ist wirklich nicht da. Wieso braucht einer länger? Ja, alle haben so gesagt, ja, Louis, in der Stunde, wir reminden dich. Und Ben ist so, ja, der hat eine Abklingzeit. Oh. Gut, 22 Minuten ist tatsächlich zu lang. So lange mache ich heute nicht mehr. Meiner braucht länger, weil er ein Dino ist und dich Dinos Zeit lassen und weil Relax in seinem Namen steht. Okay, wir haben es nicht geschafft. Wir machen dafür einen anderen. Ich wusste nicht, dass das geht, aber jetzt bin ich begeistert. Wir machen einen anderen dafür, okay? Wollen wir den machen? Da ist noch so ein Dino. Schaffe ich den? Bestimmt, oder? Der war im gleichen Level. Ist auch ein Dino. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Der ist in der Höhle, wurde mir mal gesagt. Ich hätte gern manchmal so eine Markerfunktion, aber dass ich Bosse anmarkieren kann. Wisst ihr, das wäre cool. Weil jetzt sehe ich ja den Marker wieder nicht, oder? Doch, da ist er. Da reiten wir jetzt auch hin. Eieieiei. Leute, wir sind alle disappointed, oder? Ihr habt alle noch auf die Uhr geguckt. Dass das Jahr spawnt. Und dann sowas. So, da unten. Bin gespannt. Was soll was sein? Ich hab dich aufgepasst. Es gibt Marker auch und auch Boss-Symbole, aber ich kann auf der Map den nicht anwählen, dass ich da jetzt hin will. Ich kann den nicht markieren, dass er da jetzt hingeht. Das finde ich komisch. Nee, macht er nicht. Er hat bing, bing, bing gemacht. Bing, bing. Wo ist denn der jetzt? Jetzt finde ich den nicht, ne? Ist der noch weiter unten? Nee, das sieht falsch aus. Da ist eine Höhle. Aber es ist, glaube ich, eine normale Höhle, oder? Ist der da drin? Nee, ist ein anderer. Huch, ich kletter an einer unsichtbaren Wand. Ist der falsche, ne? Weiter runter am Wasser. Okay. Weiter runter. Am Wasser. Da? Ruhe. Wupp, wupp. Da? Da leuchtet was. Das sieht selten aus. Tiefer. Wahrscheinlich bin ich jetzt falsch, ne? Wahrscheinlich bin ich jetzt woanders. Aber ich habe ihn gefunden. Also entweder ist da jetzt so ein Sklavenhändler wieder drin oder er ist da drin. Ist richtig. Oha. Er ist ja versteckt. Das macht ihn nur umso cooler. Aber er ist auch ein Dino. Oh ja. Los, ja. Käfer, töte ihn. Also töte ihn nicht. Mach nur Schaden. Mach es super. Hallucinatics. Und das reicht aus. Du kommst genau richtig. Wir fordern den Dino heraus. Also mein Käfer fordert den Dino heraus. Ich guck. Der hat eine schöne Farbe. Ob ich hier gerade feige in der Wand stehe? Oh, das, darauf könnt ihr wetten. So fühlen sich Pokémon-Trainer. Hallo, ich bin Pokémon-Trainer. Als Pokémon-Trainer sitzt du am Spielrand und guckst zu. Guckst zu. Ich glaube, er guckt mich so ein bisschen schon an. Sieht aus, als wäre mein Käfer ein bisschen in den Boden geglitscht. Oha, er hat den K.O. geschlagen. Attacken gehen auch durch Wände. Hm. Noch ignoriert er mich. Wir haben schon ein Drittel. Ich bin ein vorbildlicher Poll-Trainer. Ich guck zu, ich mische mich da nicht ein. Ich werf dem anderen Trainer nur böse Blicke zu. Warum machen das Pokémon eigentlich nie? Dass sie die Trainer angreifen. Das wäre so einfach. Da müssten sie ja gar nichts machen.
Also, stell euch das mal vor. Anscheinend muss man ja wirklich nur, außer bei Arceus, da haben die angegriffen. Und dann ist man K.O. gegangen, bevor das Pokémon K.O. gegangen ist. Das war sehr... Und danach Catress, wahrscheinlich nicht so clever. Catress ist auch Feuer, oder? Nee, Catress ist Psycho oder so. Aber der Käfer hat zur Hälfte runtergebasht. Ist eigentlich ganz geil, oder? Epische Kampfmusik. Das ist so weird, dass hier Musik ist, irgendwie. Das ganze Spiel hast du nur, haben sie auch gesagt, hat sich an Zelda orientiert. Aber Zelda hat ja zumindest immer irgendwie so ein Klavier oder so, was ganz, oder eine Geige, also so ganz simple Musik. Aber so, das Spiel hat ja einfach, wenn du rumläufst, gar keine Musik. Jetzt glaube ich, muss ich das andere Pole spawnen. Das macht. Ich halte mich raus, okay? Ich halte mich ein bisschen raus. Ich habe keine Rüstung. Es ist besser, wenn ich mich raushalte. Das hat er mir jetzt gerade auch klar und deutlich gesagt. Nein, jetzt habe ich einen Poleball geschmissen, weil ich dumm bin. Ha! Er ignoriert mich, wenn ich hier oben stehe. Das ist der Safety-Stein. Alles zurück. Doch. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass er nicht wieder stirbt. Oha, die Attacke gerade. Oh oh, oh oh, oh oh. Nicht gut, nicht gut. Nee, warte, geh raus. Wir gehen auch kurz raus. Weil ich glaube, der bleibt ja so. Ich habe echt Angst, wenn ich jetzt... Ich würde gern nur ein bisschen Leben regenerieren und mein Schild hätte ich gern wieder. Und dann können wir rein. Ich glaube, mehr brauche ich in Schwächen. Er ist bei 124. Jetzt kommt Schild wieder. So Angst. Manchmal schießen die nämlich irgendwie 6%. Oha! Oha! Er ist Handwerksmeister. Ein Poleball. Ein Pokéball. Es ist ein Poleball. Und wir haben eine Armbrust schon wieder als Bauplan bekommen. Wupp, wupp. Aber das müsste jetzt... Ja, der ist jetzt aufgestiegen. Das finde ich gut. Schau dich das mal an. Haha, da ist er happy. Bin auch happy. Wie geht es? Das war jetzt mal ein Kampf, wo ich sage, zwei Bälle oder drei jetzt verschmissen oder so und dann ist es drin geblieben. Das kann sich öfters sehen lassen.